Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute eines der wichtigsten, wesentlichsten, größten Missverständnisse am Programm, die es überhaupt gibt. Also bleibt dran. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert beschäftige ich mich jetzt schon mit der Energiearbeit und mit dem Zusammenhang der feinstofflichen Welt mit der grobstofflichen Welt. Und eines der größten Irrtümer und eines der größten Missverständnisse, das sowohl bei Skeptikern dieser ganzen Materie als auch bei den unter Anführungszeichen Anhängern der Energetik sich da jetzt auftut, das möchte ich heute beschreiben. Ich bin Oliver Ereny, Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz, und ich freue mich, dass du hier bist. Wir hauen uns gleich mitten in die Materie rein, aber zu Beginn bitte lass mir einen Daumen nach oben da, teile das Video, falls du einen Skeptiker kennst oder auch einen Ober-ESO, der das vielleicht hören möchte, und abonniere den Kanal. Der wesentliche Pol, die wesentliche Unterscheidung, und das ist ja eben das Wichtige, was oft missverstanden wird, ist, dass sich die Energiearbeit, das Beschäftigen mit der Mystik, nach innen bezieht, ins Innere des Menschen und nicht nach außen wie die Wissenschaft. Und das ist eben so der Knackpunkt eigentlich, der Kernpunkt, wo das Missverständnis immer stattfindet. Das Missverständnis zwischen Energetik oder Energiearbeit, Chakrenarbeit, Auraarbeit, diesen ganzen feinstofflichen Techniken, auch der Homöopathie, das bezieht sich auf etwas Inneres und nicht aufs Äußere. Und sobald man dann beginnt zu sagen, ja, ich ändere da außen etwas und dann wird alles gut und das wird gesund gezaubert, dann ist man da leider auf dem Holzweg. Und deshalb habe ich da eine Grafik vorbereitet, ich blende die jetzt mal ein. Und du kannst dir das vorstellen, es gibt die äußere Welt, das sind so diese Wellenlinien, die du jetzt siehst auf der Grafik, und es gibt die innere Welt, das ist jetzt so dieser Kreis, den du da siehst, das Ewige, das Unveränderliche. Und das ist das Innere eines jeden Menschen. Das wird in der Mystik als das Ewige bezeichnet. Auch so im Zentrum des Ewigen ist dann natürlich auch das Göttliche, Gott, wenn du so möchtest, ja. Krishna, das ewige Licht, die Lebensenergie, die Quelle allen Lebens, wie du das auch bezeichnen willst, das liegt in dir verborgen. Das liegt in allem verborgen, was uns begegnet. Und das ist so die Grundannahme eigentlich, so auch von der medialen Energetik, dass ich sage, okay, es gibt dieses Ewige im Menschen. Und dieses Ewige, je mehr Platz das hat, umso besser geht es dann dem Menschen, umso gesünder, umso heiler, heiliger verbunden ist dieser Mensch mit seinem Inneren. Und das ist eigentlich der ganze Punkt. Da ist er nicht verbunden mit etwas im Außen, weder jetzt mit mir als der großartige Guru oder Energetiker oder Heiler oder was für Etiketten man dann auch raufgeklebt bekommt, sondern mit der eigenen Kraft, mit der eigenen Quelle. Und das findet eben im Ewigen, im Inneren statt. Demgegenüber steht das Äußere, die Welt außerhalb des Menschen, und das ist eine sehr labile Welt. Das heißt, wir haben eine Welt des Hochs, des Glücks, des Aufschwungs, der Expansion, und dann haben wir eine Welt des Tiefs, des Niedergangs, der Trauer, der Erschöpfung. Also das sind so diese Pole, da geht es immer hoch und tief. Darum habe ich da so Wellen auf der Grafik das dargestellt. Also wie ein Ozean ist das Zeitraum, und der ist veränderlich. Und dieser Zeitraum, diese Veränderung steht eben dem Ewigen, das in dir ist, gegenüber. Und jetzt merkst du vielleicht und sagst, naja, Moment, mir geht es ja auch manchmal besser und manchmal schlechter, und ich habe ja auch meine Hochs und meine Tiefs. Ja, aber das sind nur Teile, die sich aufs Außen beziehen. Das heißt, das ist nicht das Ewige. Das Ewige ist etwas Konstantes. Das kennt kein Hoch und kein Tief. Und das ist eigentlich so der Fokuspunkt, der mich in der Energetik interessiert. Und wenn man sich auf dieses Ewige dann einschwenkt, und das ist das Coole, dann wird auch eben dieses Hoch und Tief, das wird stabiler. Das heißt, man sackt nicht mehr ganz nach unten, aber man geht auch nicht in diese absolute Ekstase, die ja dann auch in eine Undiszipliniertheit dann oft mündet. Das heißt, man wird auch
so in dieser Wellenbewegung stabiler. Es gibt dann, die Wellen werden sanfter. Und das ist eigentlich so der Wert der Energiearbeit. Und das ist aber auch das größte Missverständnis, leider auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass ich immer wieder entdecke, dass die eben glauben, ja, das Ewige steht jetzt so außen rum oder ist der imaginäre Freund, sondern das ist etwas ganz tief Verborgenes in jedem. Und das Schlüsselwort ist verborgen. Das heißt, ich muss danach suchen. Also es ist nicht wahnsinnig versteckt, aber man muss halt mal lernen, aus diesen Gefühlen und Gedanken auszusteigen und sich nicht dann von dem treiben zu lassen. Und dann kommt man in diese Nüchternheit, in diese Klarheit, in diese Neutralität rein. Und dann ist man eigentlich so in diesem Ewigen schon und sitzt ein bisschen dann wie in einem Kinosessel und in einem Theaterstuhl, wo man dann außen so diesen ganzen Film beobachten kann, diese Dramen beobachten kann, auch die eigenen Dramen, die man dann selber nicht mehr so ernst nimmt, weil man einen Abstand gewonnen hat. Und das ist eigentlich der ganze Wert und der ganze Sinn und das ganze riesige Geheimnis und auch das riesige Missverständnis, dass die Leute gegenüber der Energetik und eben der Chakrenarbeit, der Lichtarbeit, wie du es auch nennen willst, haben. Die sagen einfach, okay, das ist ja Blödsinn, die glauben da irgendwas und machen irgendwelche komischen Rituale. Das ist natürlich auch nur ein Sinnbild im Außen für etwas und nicht das Mittel selber. Also jeder, der sagt, der Stein heilt, der hat dann den Begriff eines Symbols noch nicht so ganz verstanden. Weil ein Stein selber heilt nicht. Das ist genauso wie kein Planet, der jetzt richtig runterstrahlt bei der Astrologie. Das sind ja nur Symbole. Das sind ja nur Symbole für Wirkungskräfte. Und wenn man das einmal versteht, dann kann man sich ernsthaft und seriös mit seinem Inneren beschäftigen und dann wird man einfach krisensicherer. Und das ist das Riesen, meine Riesenbitte und meine Riesenaufforderung an dich. Beschäftige dich mit deinem Inneren. Schau, dass du das trainierst. Du kannst das bei Kursen von mir machen, auch in einer Sitzung arbeiten wir eigentlich damit. Aber es geht darum, dieses Zentrum zu aktivieren, sich immer wieder darauf einzustimmen. Du kannst das mit den Videos hier im Kanal machen. Wie gesagt, es gibt da ganz viele Möglichkeiten und Angebote, aber lass dich nicht immer von den Hoch und Tief, von den Änderungen des Außen ablenken oder dass du da gar verzweifelst. Ja. Das wäre es für heute mal. Das wäre also mein Tipp und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn du da Fragen dazu hast, dann frag bitte einfach, schreib es mir in die Kommentare rein. Wenn du eine Anregung zu einem Thema hast, dann schreib es auch in die Kommentare. Ich mache gern mal ein Video drüber. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker, Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hab eine gute Zeit. Tschüss.